Assalamu alaikum. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen. Hier will ich die Frage gerne beantworten, wie kann ich bei Al-Azhar studieren? Natürlich muss man wissen, dass Al-Azhar nicht nur die Universität ist, also nicht nur eine Universität, sondern auch Schule und Vorbereitung. Also man vorbereitet sich dann in die Schule reinzugehen und nach der Schule, nach der 12. Klasse, kann man dann später an der Universität und am Master und seine Doktorarbeit machen. Jetzt rede ich nur für die Deutschen, weil bei den Türken ist es ein bisschen anders. Bei den Türken, die in der Türkei sind, muss man erstmal die Erlaubnis bekommen von der Türkei, dass man eben zur Türkei, dass man eben nach Kairo kommen kann. Bei den Türken in Deutschland, das weiß ich jetzt nicht. Aber bei denen, die einen deutschen Pass haben zum Beispiel, ist es ganz einfach. Man kann den Visum ganz normal beim Konsulat, bei der Botschaft beantragen. Das wäre dann elektronisch. Das müsste man in einem Monat, wenn man hier ist in Kairo, auf den Pass hinzufügen. Wenn man dann kommt, kann man das auch am Flughafen machen, aber das würde, glaube ich, 25 Dollar kosten. Ein Freund von mir, der hat das in der Botschaft umsonst bekommen, elektronisch, und hat das dann hier einfach umgewandelt, also auf den Pass bekommen und nichts bezahlt. Wenn man dann hierher kommt, kann man sich dann sofort anmelden. Man muss sich als erstes online anmelden, das wäre ganz einfach, da könnte ich ein Video inshallah machen. Und dann geht man direkt einfach zu einem Ort von der Azhar, von der Verwaltung, und sagt, ich habe das gemacht. Und dann sagen sie, okay, gib uns die originalen Sachen. Und auch Bilder, also Foto, Kopien, zwei von jeder Sache, vom Ausweis und vom Visum. Und dann möchten sie auch sehen, dass du dich auch wirklich online angemeldet hast. Also ein Screenshot. Das war's. Dann bekommst du ein Beleg, wo du dann eben zum Krankenhaus gehen musst und dann eben dich abchecken musst. Also Blutabnahme und dann nachher noch einige andere Sachen. Wenn man hierher kommen möchte, wäre ich gerne bereit, den Brüdern zu helfen. Und man muss dann 10 Tage warten, bis dann eben die ganzen Unterlagen an der richtigen Stelle da sind. Natürlich könnte man auch seine Zeit nutzen, indem man hier zu einigen Kursen geht, Arabischkursen. Und da gäbe es eben Merkez Al-Alami, Lisanul Arab, Merkez Fajr, Merkez Nil. Und ich werde versuchen, inshallah, das alles, die ganzen Links, die ganzen Orte, in der Beschreibung zu schreiben. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, dann könnt ihr mich gerne per Instagram, per Facebook anschreiben. Die ganzen Daten findet ihr in der Info. Und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.